Einen wunderschönen Willkommen zu Herr Knight. Ja, lebt und lebt. Oh, ich muss mir erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Bei wem waren wir denn jetzt eigentlich? Achso, bei den Damen waren wir jetzt gerade, ne? Ich glaube, dieses alte Ding gehört Estelle. Würde eigentlich auch perfekt zu Lady Howard passen. Teil 1 ist leider nicht so wie 2 oder 3. Ist gut, aber eben halt nicht so. Ne? Was ist dich schon durchsucht? Ist es drin? Sie haben schon ausgepackt. Abgeschlossen. So. Fingerabdrücke hat man, glaube ich, genommen, ne? Wenn ich mich erinnere. Mit dem Fingerabdruckset. Das haben wir auch schon eingespielt. Haben wir oder haben wir? Ich weiß es gerade nicht. Haben wir? Mal können wir. Wir haben schon eingescannt, ne? Die Fingerabdrücke. Aha. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Auf dem Klo waren wir auch schon, ne? Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Vielleicht hier noch auf dem Schlüssel, so? Nichts. Nichts. Weil hier, um ins Bett zu gehen, müssen sie immer hier rüber krabbeln. Oder von hier geht auch, ne? Ja, da müssen wir Teil 1 spielen. Da ist die Frage, wollen wir Teil 1 Original oder Teil 1 Remake, beziehungsweise Remaster? Ja. So. Genau, wir haben doch das Dokument noch gefunden, ne? Das der rote Schlange-Dokument. So. Abgeschlossen. Ah, okay, da kommen wir, glaube ich, dann. Abgeschlossen. Oder? Moment. Das da ist Madeleines Zimmer. Kann ich hier nichts machen? Scheinbar nicht. Ich kann nicht mal laufen. Ich kann nicht mal. Entree zum Zimmer der unverwüstlichen Lady Howard und Mrs. Stiles. Das da ist Madeleines Zimmer. Komme ich denn rüber? Ach ja, stimmt. Ja, na klar. Ne? Mach mir mal bitte einen mit. Ah, hier, ich gehe lieber durch das Zimmer zurück, wenn es denn gestattet ist. Nach oben verlassen. Klettern. Sehr gut. Das ist. Nee, das ist auf der anderen Seite. Ist egal. Ich sehe da schon mal eine Dingsbums. So. Aha. Aha, okay, gehen wir mal durch. Nein, der kann doch klettern. Das ist doch ein Schattenjäger. Okay, sie hat auf alle Fälle einen Rasierer dabei. Da sind doch Fingerabdrücke drauf. Ich sehe nichts. Da sind doch Fingerabdrücke drauf. Keine Fingerabdrücke. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Nichts. Nichts? Vom Klo auch nicht. Da komme ich nicht mal hin. Hier müssen doch Fingerabdrücke sein. Ich sehe nichts.
Ich sehe auch ohne gut aus, danke. Ach Quatsch, komm, bisschen Farbe. Kommt doch ganz gut. Da, ich häng fest. Was hier hinten? Nichts. Frick. Aber hier unten ist was. Erstmal. Keine Fingerabdrücke. Okay. Sicher ist sicher, ne? Hinaufgehen. Ja. Ich wusste, dass sie mit schwerem Gepäck reist, aber das ist lächerlich. Wo ist der Fingerabdruck? Da. Da steht etwas auf dem Lauf. Klaus Dieter. Ich hab ihn. Aha. Aha. Ein Handy. Ich schätze, Madeleine hat gewusst, dass die Ausstattung der Zimmer hier zu wünschen übrig lässt. Auch ein Fingerabdruck? Ich sehe nichts. Fingerabdruck? Nichts. Fingerabdruck? Nichts. Okay, nehmen wir mit hier. Ich könnte die 190er Hotline für heiße französische Kerle anrufen und ihre Rechnung voll in die Höhe schrauben. Aber das wäre kindisch. Und außerdem absolut idiotisch. Ja, so. Ich glaube, sie würde merken, wenn es fehlt. Quatsch. So was ist das hier? Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun, die eigene Position festzustellen. Also sowas wie ein GPS-Empfänger, okay. Erinnert mich an einen Peilsender, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich bin nicht mal sicher, wozu das Ding gut ist. Außerdem glaube ich, sie würde merken, dass es fehlt. Es ist eine Karte, die, mit der ich sie gestern gesehen habe. Ich wette, unsere Grace hätte gerne eine Kopie davon. Ich muss sie aber zurückbringen. Okay. Müssen wir dann machen. Können wir hier so raus? Ich glaube, wir können uns kurz aufschließen. Da muss ich wieder rein. Ich sollte dafür sorgen, dass die Tür nicht hinter mir ins Schloss fällt. Habe ich nicht gerade aufgeschlossen? Warte mal. Ah, ich habe zugeschlossen. Ich dachte, wenn der Strich rum schräg ist. Hallo? Ich mache besser alles zu, falls jemand reinkommt. Die dämliche Schublade. Hm. Aber ordentlich, ne? Ordnung muss sein für Gabriel. So, wo ist unser Zimmer? Das war das hier, ne? Nee, war es nicht. Warte, halt. Geh nicht so weit weg. Das war das hier. Auch nicht. Gabriel, wo ist dein Zimmer? Das ist mein Zimmer. Warum klopfst du an dein Zimmer? So. Wir benötigen einmal... Ach nee, das machen wir ja wieder hier über Sid. Läuft das eigentlich alles hier? So. Bam, 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 bam.
Blüht. Dieses Analysieren ist Grays Sache. Du weißt ja, wie Frauen sein können, wenn man in ihr Revier eindringt. Ja, kenne ich. Dateien, zeig mal hier, die Karte. Mir fällt nichts ein, was ich mit dieser Akte anfangen könnte. Soll Grays sich darum kümmern? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Basas Zimmer. Da waren wir schon drin, ne? Es ist Madeleines Zimmer. Es ist Madeleines Zimmer. So, dann packen wir mal Le Carte wieder da rein. Schließen ab. Wobei, wir können doch... Genau, wir können nämlich ganz normal raus. So, das waren die Dings. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal vernünftig abschließen. Vielleicht speichere ich nochmal. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier nochmal durch müssen. Pass auf, wir gehen mal hier hin und schließen ab. Ich habe mal gespeichert hier. Sollte man einen Fehler gemacht haben, ne, dann... So, jetzt ist Schloss öffnen. Okay, jetzt können wir hier durch. Da muss ich wieder rein. Ich sollte dafür sorgen, dass die Tür nicht hinter mir ins Schloss fällt. Hab ich irgendwas vergessen? Bukelli ist in Zimmer 21. Abgeschlossen. Das ist Wilkes Zimmer. Abgeschlossen. Monsieur Knight, nehmen Sie denn nicht an der Tour teil? Nein, ich bin nicht mit der Reisegruppe gegangen. Sie sind ein fixer Junge, Jean. Oui, certainement, ganz offensichtlich. Leider bringt mir das in eine Notlage. Ich habe schon die Personal nach Hause geschickt. Es ist niemand da, um Ihnen einen Repas zu bereiten. Schon gut, Jean-Mi. Ich habe schon länger ohne Verpflegung ausgehalten. Das ist wohl möglich, Monsieur. Besonders für einen starken Mann, wie Sie es sind. Aber das Hotel Rennes Le Château ist kein Campingplatz. Ich fühle mich ganz schrecklich. Kein Stress. Sie sind zu freundlich, Monsieur. Im Moment muss ich nach niemandem klingeln. Klingeln für die Hotelzimmer. Das nennt man Hightech. Keine schlechte Idee. Aber ich möchte mich nicht ohne gute Ausrede erwischen lassen. Die führt in die Küche. Können wir da nicht rein und uns selber was zu essen machen? Das wär's doch, oder? Hey Jean, wissen Sie, ich bin irgendwie ein bisschen hungrig. Oh, ich werde sofort in der Küche anrufen. Dann muss die Köchin eben ihre Krankengymnastik ausfallen lassen. Genau. Nein, wirklich, ich komme allein zurecht. Das heißt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass ich in die Küche gehe, ich mache mir ein Sandwich oder so. Natürlich, aber ich bin embarrassé, Monsieur. Und rüstlich. Ich entschuldige mich vielmals. Jean? Oui, Monsieur? Nehmen Sie sich zusammen, Mann. Oui, Monsieur, sofort. Genau. Hören Sie, Jean. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir etwas über die anderen Gästezimmer erzählen können. Ist Monsieur unzufrieden? Monsieur ist prima, danke. Aber ich habe mir überlegt, dass Grace und ich einmal wiederkommen könnten. Sie wissen schon,
Ach, da bin ich aber erleichtert. Wirklich, Ihr Zimmer ist eines der besten. Zimmer 23. Das Zimmer von Monsieur Wilkes sieht genau so aus wie Ihres. Dann in der Mitte des Flurs, Zimmer 21 und 27 sind etwas kleiner, wie? Aber Sie haben auch einen Speisenaufzug, wie Ihr Zimmer und das von Monsieur Wilkes. Also sind 4 Zimmer mit dem Speisenaufzug verbunden. Präzisement. Und vorne im Hotel sind die Zimmer 31 und 29. Das sind die besten im Haus. So groß wie Ihr Zimmer, aber mit Balkonen. Aber kein Speisenaufzug. Non, diese Zimmer, Sie bekommen Zimmerservice. Was ist mit Mosleys Zimmer? Zimmer 33? Das ist eine Besenkammer, Monsieur. Würde ich Ihnen wirklich nicht empfehlen. Jetzt wissen wir Bescheid. Was hatten die eigentlich da? Na, gar nichts. Okay, gut. Wir können jetzt also wahrscheinlich Dinge tun hier unten. Dürfen also hier offiziell rein. Was ist das hier? Wo ist das Sandwich? Ich wette, hier ist das Personal. Jetzt nicht, danke. Das muss der Dienstboteneingang sein. Ich glaube, die führt einfach nur hinaus. Ja. Das soll wohl die Köche daran hindern, zu viel Wein zu trinken. Sie denken, sie sehen schon verschwommen. Ja, glaube ich auch. Howard Champagne Kaviar. Okay, guck mal, der Salatwert, der... Das ist die Karte des Zimmerservice. Interessant. Dieser Basa scheint Vegetarier zu sein. Wenn ich so darüber nachdenke, ich sehe ihn nie im Speisesaal. Die muss ich nicht mitnehmen. Warum nicht? Dabei fällt mir ein, ich habe ja noch Käse, der auf Schloss Ritter vor sich hinschimmelt. Ich könnte einen Happen vertragen, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Was ist schon wichtiger? Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Sieht so aus, als hätten Sie sich auf die Apokalypse vorbereitet. Ist mir noch ein bisschen zu früh am Tag. Außerdem würden Sie es mir wahrscheinlich auf die Rechnung setzen. Ja, mein Gott, du bist doch reich. Du hast doch ein Schloss. Oh, hier gibt's 2 Lastaufzüge. Na gut, los geht's. Warum drehen sich die hier? So, das ist unser Zimmer, ne? Da geht es zu meinem Zimmer. Ja, okay. Da hat jemand... Komisch, dass ein Moslem so etwas bei sich hat. Wer Basa als Moslem? Wieso? Ich sollte versuchen, ein paar Fingerabdrücke zu nehmen. Mach ich doch. Guck mal, wie ich das mache. Hier so. So mache ich das. So. Und... Keine Fingerabdrücke. Seltsam. Auf der Glasplatte müssten eigentlich Abdrücke sein. Ja, so viel dazu. Ich sollte eigentlich Fingerabdrücke nehmen. Ach, guck mal. Emilio reist mit seinem eigenen Essen. Sieht vegetarisch aus. Nudeln. Nein, danke. Ich finde, das sieht wie Kaninchenfutter aus. Ey, das sind Nudeln.
Mann, ist dieses Tagebuch alt. Dagegen sehen die Archive der Ritter richtig top aktuell aus. Hm. Ich hätte Emilio nicht für einen Gelehrten gehalten. Ich glaube, das ist in Aramäisch geschrieben. Ich kann kein Wort davon lesen. Können wir das nicht mitnehmen? Können wir eine Kopie machen? Machen wir davon einen Abzug. Wir können aber Fingerabdrücke vielleicht nehmen. Aha. Okay, nein, können wir nicht. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Da steht ein Bild drauf. Heimelig. Das ist die Tür zum Badezimmer. Das ist der Schrank. Das habe ich schon. Ich habe ja nicht geglaubt, dass Emilio viel hat, aber ein paar Sachen hier und da wären schön gewesen. Ich frage mich, ob ich die Reisegruppe von hier aus sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Das habe ich schon. Hier haben wir eine Nagelschere. Etwas Shampoo? Nein, nichts, das uns weiterhilft. Keine Fingerabdrücke. Ich war auf der Bürste. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da ist nichts drin außer Kleidung zum Wechseln. Emilio schleppt nicht gerade viel mit sich rum, was? Er muss wohl den Touristikkanal abonniert haben. Da ist nichts drin. Ist ja überhaupt nichts. Da ist etwas unter dem Kissen. Das ist ein Stück Stoff. Sieht echt alt aus. Vielleicht ist es eine Art Glücksbringer. Was sollte ich mit einem Stück Stoff anfangen? Offenbar bedeutet es dem Mann sehr viel, sonst hätte er es nicht unter seinem Kissen. Keine Fingerabdrücke. Ich habe das Bett schon durchsucht. Wieder drüber machen. Na, dann nicht. Ja, ich würde mal sagen. Ich finde jetzt hier nichts. Vielleicht hier noch was? War das Zimmermädchen denn? In diesem Bett ist nichts. Okay, dann ist hier nichts. Thank you.
Das ist ja eigentlich gewesen. Das ist ein großes Teil. Okay. Halt. Das habe ich schon. Nichts drin. Halt, warte, nochmal zurück. Der ist so hässlich wie der in unserem Zimmer. So, aber bitte schönste Zimmer, oder nicht? Da ist nichts. Hier ist das große Teil. Es ist Wilkes große Maschine. Wenn dieses Ding hier drin anfangen würde zu hämmern, würde Jean mich rund machen wie eine Pizza. Aha. Ich sehe nichts. Ich bin nicht gerade ein Hacker. Wahrscheinlich könnte ich mit Wilkes Datei nicht viel anfangen. Das ist die Einfach-nur-aufklappen-Methode des Auspackens. Kann ich. Da ist nichts als schmutzige Wäsche drin. Was? Am Anfang der Reise schon schmutzige Wäsche? Was haben wir denn hier alles? Er arbeitet offensichtlich an etwas. Hauptsächlich Zeug über den Schatz. Nicht gerade das, wonach ich suche. Da liegt ein Brief auf dem Tisch. Vom Verlag Metaphysical Books. Anscheinend wird Wilkes tatsächlich veröffentlicht. Vielleicht ist er doch nicht so dumm, wie er aussieht. Na? Er kannte sich aus. Was für Dinge wusste er? So Zeug. Lieber Mr. Wilkes, vielen Dank für das von Ihnen eingereichte Manuskript. Wie Sie schon ganz richtig bemerkt haben, ist Rennes Chateau bei unseren Lesern ein sehr beliebtes Thema. Ihre neue Theorie hört sich sehr vielversprechend an. Die Fakten, die Sie dargelegt haben und die ich liebend gerne selbst einmal im Augenschein nehmen würde, wären von unschätzbarem Wert für die Historiker dieser Gegend. Sie würden der spirituellen Bedeutung des zentralen Themas eine neue Tiefe geben und Schatzsuche in helle Aufregung versetzen. Wenn Sie auf Ihrer bevorstehenden Reise nach Rennes das finden, worauf Sie zu stoßen glauben, dann würde Metaphysical Ihr Werk nicht nur verlegen, sondern wir könnten Ihnen auch einen Spitzenplatz auf unserer Publikationsliste garantieren. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Resultate vorweisen können. Hochachtungsvoll, Brockelbank, leitender Redakteur. Wer kennt ihn nicht, den Herrn Brockelbank? Er arbeitet offensichtlich an etwas. Trommelbecher. Die Federn sind etwas überstrapaziert, aber sonst? Hat er den gerade dick genannt? Der ist doch viel zu kräftig, um dick zu sein. Was ist das hier hinten eigentlich für ein Bild? Ach so. Also da haben wir ein Thema, das man in den schönen Künsten nicht oft genug sieht. Das da wäre... Das ist... Oh, guck mal hier. Boah, denen sind wohl die Gemälde ausgegangen. Ja, aus Versehen. Ich sehe nichts. Wir können nichts machen hier. Das ist nichts. Anscheinend rasieren die sich nie. Aha. Aha, oder putzen sich nie keine die Zähne. Keine Fingerabdrücke. Das ist der Speisenaufzug, mit dem ich raufgefahren bin. Cool. So, rein mit dir hier. Jetzt los. Da muss ich lang, ne? Ja, genau, das sind Wahnsinn, die Leute. Aha. 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 Ossa, aber hallo, Padre. Bukellis Freizeitkleidung. Bukellis Freizeitkleidung. Des Priester? Hemd und Kragen eines Priesters? Sieht aus, als hätte Bukelli einen bis dato unbekannten Beruf. Entweder das... Oder er ist echt pervers.
Ja, ja, ja. Sieht aus, als hätte Bukele einen bis dato unbekannten Beruf. Entweder das, oder er ist echt pervers. Das erinnert mich an einen gewissen Fall von mir, damals in New Orleans. Ja, ich erinnere mich gerade. Aha. Das ist eine Kommode. Toll. Sieht ziemlich düster aus, die Tasche. Genau wie Bukele selbst. Ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ich sollte versuchen, ein paar Fingerabdrücke zu nehmen. Ja, mach mal. Wahrscheinlich am Griff. Nicht am Griff, am Hebel hier, am Schalter. Da ist er. Ja, da ist ein Fingerabdruck. Ja. Ich hab ihn. Hotelbriefpapier. Alle haben das. Der Bauplan einer Kathedrale. Nichts. Nicht mal Mottenreste. Ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht wichtig ist. Danke. Ein Kamm. Ein Kamm. Das nenne ich Optimismus in seinem Fall. Oh. Da ist nix. Ist aber gemein von ihm. Gut, ich denke, wir haben alles. Dann sind wir. Was ist denn das hier oben eigentlich? Psst, gut. Wir waren jetzt in jedem der Zimmer, ne? Bis auf Mosley, aber Mosley ist ja. Das heißt, von wem fehlen die Fingerabdrücke? Von Wilkes und von Basa. Genau. Da fehlt's.